Ich musste die Axt, jetzt hing sie tatsächlich komplett auseinander, musste ich also jetzt nachstielen. Also habe ich diesmal, der Fehler war, der Holzkeil wurde nicht eingeleimt. Der muss natürlich geleimt werden. Und dann immer, wenn man sowas mit Holzkeil macht, ganz wichtig ist, der muss immer überstehend sein. Das heißt, der muss am Ende oben wieder breiter sein, damit er praktisch eine Art Keil bildet, dass der nicht wegfliegen kann. Das sieht man halt oft. In Deutschland, in den Baumärkten, ist das alles ganz flach. Das ist äußerst ungünstig. Hier zum Beispiel, das sieht mir relativ original aus, aber hier sieht man, das ist schon fast die Ausnahme, dass der tatsächlich übersteht. Das habe ich eigentlich bei einer Spaltachse, oder ich gucke mir die vielleicht auch die Billigäxte gar nicht so an. Grenzvorbruchs hat das natürlich bei der Spaltachse. Wenn man diese beiden Dinger dann drinne hat, zum Holzkeil, und das noch so übersteht wie hier zum Beispiel, das ist eine professionelle Arbeit, muss man schon sagen. Das ist sehr gut. Und wenn das manchmal flach ist, aber wie gesagt, hier ist überstehend, wie man das oft sieht, hat man ja auch keine andere Axt hier. Oft, wie gesagt, ist es flach und dann sind die beiden Buchsen, da habe ich noch nicht so die Erfahrung, ich habe was sicher extra eigentlich, benutze ich die ja nicht. Bei Ochsenkopf, die schrauben dann immer hier drauf noch eine Metallplatte, die abschließt. Und ich denke mal, Ochsenkopf, das wird auf jeden Fall halten. Das ist, kann man nicht vorstellen, dass die da davonfliegen. Auf jeden Fall, ich selber würde niemals Ochsenkopf-Äxte verwenden, weil der Stiel lackiert ist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob die meine Reihe hatten, sogar mal unlackierte Stiele. So die Qualität an Stahl würde ich sogar mal testen wollen. Wobei ich hatte einmal so einen Ochsenkopf, Axtkopf, da habe ich dann neu eingestielt. Habe jetzt nicht so aber erfahren, wie gesagt, für mich kommen eigentlich ja so und so nur diese Äxte in Frage. Und für gröbere Arbeiten finde ich die ganz gut. Ja, und dann Spaltaxt, wie gesagt. Sowas ist ja teilweise billig im Baumarkt. Unlackierter Stiel, den kann man natürlich dann selber nachölen. Super geeignet schon mal. Ich hatte jetzt nur diese 1 mm Scheibe drin. Auch damit könnte ich auch die Axt übrigens schnell nachschärfen, selbst hier vor Ort. Wollte ich keine 2 Äxte mitnehmen wie früher. Und hier seht ihr, also was habe ich gemacht mit der Scheibe? Habe ich hier mal das Bild angeraut. Habe gemerkt, das war zu glatt. Noch nicht optimal, besser ich nehme die andere, die Holzscheibe oder die Scheibe hier, die Klauenscheibe. Aber jedenfalls habe ich das Holz jetzt praktisch ja nur eingesägt und vor Ort geschlagen. Also das ist noch nie mit der Hand angefasst worden. Und die groben Stücke gingen auf jeden Fall mit der Spaltaxt besser, muss ich sagen. Weil ich brauche das dann nicht über Kopf heben und so dagegen schlagen, sondern es springt so von alleine. Also das macht Spaß. Selbst mit so einer billigen und man schlägt auch ab und zu mal in den Boden rein. Da würde ich vielleicht doch dann keine Grenzforce nehmen. Aber dieses Aufspalten hier, das ist dann der Kopf irgendwie zu schwer. Da nehme ich dann lieber die 1,25 Kilo Kopfgewicht, die normale Axt. Mit 90, vielleicht halb 3 Minuten, ne, ist das gespalten. Das fällt einfach praktisch von alleine immer kloppen, buff, weg. Das geht rucki zucki hintereinander. Und dann brauchst du so und so klein und jetzt ist halb 4 rückenschonender. Manche, die heben sich die Stämme auf. Wow, ey, das ist wirklich, eben so einen Stamm abtransportieren. In der Zeit habe ich das alles klein gehackt. Also, das ist genau. Jetzt bin ich ja gerade am Spalten, ne. Boah, der Stamm einfach so, wie er liegt. Was ich da noch sagen wollte, also wie gesagt, der Haupttrick besteht darin, dass man die Kettensäge mit diesem Schärfer scharf macht. Das ist der Haupttrick, dass man wirklich schmale Stück machen kann. Und falls es jetzt mal ein Problem geben sollte, das merkst, Achtung, das ist extrem schwer zu spalten, spalte ihn nicht wie eine Torte durch, sondern, bei dem ist nun gerade gar kein Problem, sondern du spaltest hier seitlich. Du versuchst praktisch hier, du spaltest die Teile so weg. Das geht einfacher. Nicht praktisch dann querspalten, sondern einfach
Hier war wieder typisch, war dort nicht schubkarrenfähig gebaut, die Wege. Ne? Da ist die eine Stelle so schmal, bin ich da leicht touchiert. Das ist zu schmal. Da muss ich wenn ich in diesem Werk, in diesem Hoch fahre, um das Holz hochzubringen. Deswegen steht das Blut. Also praktisch, das wird so weggespalten. Das ist nochmal das wichtige Ding. Und dann kann man das dann zum Schluss dann halbieren. Weil so geht praktisch immer alles zu spalten. Und hier praktisch hier ein paar Sekunden klein. Jedes Mal, wenn es halb hängen geblieben ist. So. So, dann einfach hier nochmal Duff hier rum draufgeschlagen. Duff. Und dann liegt alles so da. Mal ein bisschen kleiner als Spaß, ohne das jemals anzufassen. Wobei ich das eine Stück habe, musste ich einfach singen und dann musste ich flugs immer dahinter und da habe ich es mit der Hand vorgeholt. Aber sonst alles, nur mit der Axt.